finde die Vorstellung krass, dass bei uns im Wald, da wo wir jetzt gerade leben, was unser Zuhause ist, in 3-4 Jahren auch einfach so ein Loch ist. Hier soll eine Kiesgrube entstehen, die soll sehr tief werden, ca. 70, 80 Meter. Alles 300, 400 Meter vor und auch in die andere Richtung, das ist alles ein zukünftiges Abbaugebiet. Das ist ein Lebensgefühl, das ist unglaublich. Das ist, das Wasser ist Leben. Viele Politiker wissen das gar nicht. Wenn die das wüssten, was hier für ein unglaublicher Schatz ist und den sonst überhaupt nicht mehr gibt bei uns. Letztendlich so dieses, wir holen uns von der Natur, was wir brauchen und was wir zu Geld machen können und was in den Gemeinden die Gewerbesteuer nach oben treibt, das darf gemacht werden. Also ich frage mich halt immer, haben die kein schlechtes Gewissen ihren Kindern gegenüber? Wir machen unsere Aktion nicht, weil wir Freude dran haben, sondern weil wir Angst um unsere Zukunft haben, weil wir die Klimakrise als extrem bedrohend ansehen und weil die Bundestagswahlen anstehen. Wenn ihr den Altdorfer Wald mit dem Waldburger Rücken wegen Kies roden wollt, müsst ihr Gewalt anwenden. Hier soll tatsächlich gerodet werden heute. Die wollen heute Fakten schaffen. Ja, es war so ein Schlüsselmoment auch, wo die Einsatzkräfte zum letzten Mal aufgerufen haben, jetzt, wir müssen die Versammlung verlassen. Da habe ich dann runtergerufen, ja, würde ich gerne, aber mein Gewissen verbietet es mir eben. Komm. Ja. Anna. Ja. Ich hab's. Ja. Wir werden kriminalisiert, egal was für Aktionen wir machen. Ich glaube, bei jeder Aktion gibt es Erfolg, weil Menschen die Aktion sehen und dadurch zum Nachdenken gebracht werden. Hier entsteht eine Kiesgrube, weil der Kapitalismus Profitinteressen über Natur stellt.